ein kleines Ei habe. Eh? Warum ist das Ei so groß? Was für ein Albtraum! Haha, es scheint, dass Vita wirklich Pech hat. Hör auf zu lachen! Komm schon, Casey, iss dein Ei. Auf keinen Fall, Alex, du machst das zuerst. Naja, lass mich dieses Ei schütteln. Ich werde einen Bissen probieren. Irgendwas funktioniert es nicht. Ups. Ich habe etwas für dich alles. Hier, bitte sehr. Danke, Casey. Okay, los geht's. Oh nein! Oh nein! Ah! Das ist ekelhaft! Ah, ein riesiges Eigelb! Igitt! Mir wird es schlecht! Was für ein Gesicht hast du, Alex? Na los, iss dein Ei, Casey! Einfach, sieh mal, was ich habe! Hm, was haben sie? Nun, wir müssen erst alles vorbereiten. Jetzt das Ei in der Bratpfanne schlagen. Umbraten. Voila! Das perfekte Rührei ist fertig. Wow! Zeit zum Essen. Mm, das schmeckt so gut. Wasser! Jetzt bist du dran, Vita. Come on! Oh nein! Was ist da drin? Okay, hier gibt es ernsthafte Maßnahmen. Aua! Wow! Ich brauche hier etwas, um mich zu schützen. Was wird sie tun? Huhu. Vorsichtig! Vita, hör auf! Das tut uns weh! Schauen wir mal, was drin ist. Das sind eine Menge cooler Süßigkeiten auf einmal. Mmm, lecker! Vita, teile mindestens einen Leckerbissen mit mir, bitte. Nun, na also, nehm den. Also gut. Oh, vielen Dank, Vita. Ja, danke schön, das ist so nett von dir. Oh, so hübsch. Mimimi. Wow, was für ein tolles Müsli ich habe. Es ist einfach unfassbar. Es ist so riesig. Sieht aus, als hättest du Pech gehabt, Vita. Hey, lacht so viel, wie ihr wollt. Oh, das ist so ein schönes Klingeln. Eh? Nur eine? Ich habe noch Milch. Ein Tropfen? Nur ein Tropfen? Das ist das Problem. Haha, arme Vita. Iss lieber dein Müsli, Alex. Ich bin voll dafür. Juhu! Miam, miam, miam. Und jetzt Milch trinken. Ja. Wow, das sieht super lecker aus. Jetzt alles auf einmal. Juhu! Oh, wie gierig er doch ist. Ja, sieht nicht mehr so appetitlich aus. Wow, das war fantastisch. Casey, jetzt bist du dran. Oh, wie soll ich denn so viel Milch trinken? Hm, hier ist eine Idee. Das ganze Müsli in eine Schüssel schütteln. Yeah. Oh, was für eine Menge Müsli Casey hat. Wow. Flockenregen. Yeah. Fang das Müsli. Fang das Müsli. Und jetzt fügen wir etwas Milch hinzu. Ja. Einfach großartig. Juhu. Es ist eine gute Zeit zum Essen. Das ist einfach unglaublich köstlich. Mm. Hm, ich frage mich, wie lange sie brauchen wird, um alles zu essen. Schau mal, wie lustig meine Schwänze sind.
alles ausgegessen. Was ist passiert? Ich glaube, da hat jemand zu viel gegessen. Oh, mir geht es nicht gut. Das ist ein schöner Kuchen. Wow, was für ein großer, leckerer, cooler Kuchen. Hey, Vita, schau mal, was Casey da hat. Wow. Ah, was für einen tollen Kuchen ich habe. Oh, was für einen kleinen Kuchen du hast, Alex. Ja, ja, Alex hat einen sehr kleinen Kuchen. Lach nur, lach nur. Und ich glaube, ich fange jetzt an zu essen. Und ich habe sogar eine Gabel und ein Messer. Ja, ja. Ich muss noch ein bisschen schneiden. Lecker. Wie köstlich ist das? Wie köstlich er ist. Komm her, mein Kuchen. Das hat wirklich gut geschmeckt. Komm schon, Vita, du bist dran. Du musst mich nicht lange auflehnen. Das ist köstlich. Oh, das ist super lecker. Oh, wie schleimig ist ihr Essen. Ich möchte alles aufessen. Haha, sie ist ganz blau geworden. Ja, das ist so witzig. Warum lacht ihr? Iss lieber euren Kuchen. Casey, du bist dran. Ich bin voll dafür. Oh, ich kann mir das nicht ansehen, Igitt. Lecker. Casey, pass auf. Nein. Was ist mit euren Gesichtern los? Oh, sie wurde von ihrem eigenen Kuchen genagelt. Puh, das ging vorbei. Aua! Und das ist auch etwas, das man genießen kann. Wieder lecker. Ich möchte auch. Lass mal erfahren, was uns erwartet. Einverstanden. Das war's? Nur ein Keks? Das ist zu wenig für uns drei. Okay. Wir müssen diese Kärtchen ziehen. Oh Mann, Pech gehabt. Wenn ich schnell genug bin? Nein, nein, nein. Jetzt ziehe ich mein Kärtchen. Oh yeah, ich kann was abbeißen. Das heißt wohl, dass ich den Keks lecken kann. Hätte schlimmer sein können. Wobei, Samantha, kann ich damit anfangen? Gerne. Du kannst den Keks ja eh nicht aufessen. Das nicht, aber ich kann die Füllung weglecken. Was? Du hast mir ja nichts übrig gelassen. Mach dir nichts draus. Du kriegst genug Sabba von mir. Hier, guten Appetit. Ich hoffe, es wird dir schmecken. Hey, you. Wie furchtbar. Als hätte mein Hund den Keks geleckt. Hey, was hab ich damit zu tun? Dann lass mal weitermachen. Kann ich diesmal anfangen? Okay. Schauen wir mal. Oh je, das ist ein Kaktus. Hoffentlich ist der aus Schokolade oder so. Aua, nein, der piekst wie ein echter. Fürchterlich. Ich kann dir helfen. Hier, ich habe ein paar Pflaster. Danke, Jack. Du bist ein echter Gentleman. Dann ziehen wir unsere Kärtchen. Okay. Oh nein, bloß nicht das. Yeah, ich darf aussetzen. Ich muss das Ding lecken. Ich muss es beißen. Wie das? Oh Mann, Pech gehabt. Dann darfst du anfangen. Ich? Wieso ich? Du fängst an. Nein, du. Wie die Kleinkinder. Es gehört dir. Nein, dir. Das reicht. Spielt einfach Schere, Stein, Papier. Come on!
gute Idee. Okay. Schere, Stein, Papier. Ha, ich habe gewonnen. Jack, du darfst als Erster anfangen. Na, zumindest ist das fair. Hahaha, das tut voll weh. Oh, du Armer. Das war nur ein Scherz. Die Zunge ist gar nicht echt. Was für ein blöder Scherz. Du sollst den Kaktus aber in Wahrheit lecken. Oh, genau. Ich probier mal. Ich werde nicht riskieren. Ich rasiere den Kaktus einfach. So piekst er nicht mehr. Hey, jetzt pass doch auf. Du triffst mich mit den Stacheln. So, jetzt kann ich das Ding ablecken. Amber, du kannst was abbeißen. Mal her, ich versuche es. Oh, das ist voll spannend. Hey, jetzt selbst ein rasierter Kaktus schmeckt eklig. Pfui, Teufel. Wieso geht das schon wieder in meine Richtung? Ups, sorry. Das war Amber. Was riecht hier so? Hey. Das kommt vom Teller. Lass mal nachschauen. Okay. Boah, davor hatte ich Angst. Es ist ein Fisch. Igitt, wie eklig. Stinkefisch. Come on. Zeit, Kärtchen zu ziehen. Oh, no. Oh, Mann, ich muss ihn lecken. Hurra, ich darf aussetzen. Ah, was war das denn? Wie auch immer. Okay. Und ich muss ihn beißen. Bloß nicht das. Okay, ich kann anfangen. Das war schwieriger, als ich gedacht habe. Aber ich hab's geschafft. Fast. Ich bin schon dabei. P-U. Komm, lass dir helfen. Na also, geht doch schneller. Wie eklig. Wie konntest du nur? Das wirst du mir büßen. Hier hast du deinen Fisch. Beiß was ab. Was hast du angerichtet? Ich war doch nicht bereit. Ich muss jetzt kotzen. Oh, das stinkt ja. Das war noch nicht alles. Die Hälfte wartet noch auf dich. Lass mich in Ruhe. Das tut doch weh. Dann lasst mal weitermachen. Los geht's. Wow, was für eine Megatorte. Da habe ich richtig Lust drauf. Nicht zu schnell. Zuerst die Kärtchen ziehen. Okay. Die sind auch schon bereit. Hurra, ich darf die Torte lecken. Und ich darf sie beißen. Ich darf gar nichts, das ist voll unfair. Ich habe Lust auf Torte. Mensch, das ist voll lecker. Ich will mehr davon. Hände weg, die Torte gehört dir nicht. Seid ihr geizig? Ich habe selber nicht genug. Hey! Das reicht doch langsam. Ich will auch was abbekommen. Das war lecker. Hör auf, gib mir auch was ab. What? Was soll das? Oh, ich hab noch was auf der Nase. Du hattest recht, die Torte schmeckt klasse. Hey Samantha, gibst du mir was ab? Könnt ihr vergessen, das ist meine Torte, ist das klar? Na, warte. Was hast du angerichtet? Jetzt kannst du was erleben. Das hättest du besser nicht getan. Hey! Das ging daneben. Hast du sie noch alle? Steht dir total. Frag mich, was da drin ist. Oh, das scheint nicht lecker zu sein. Voll eklig. Gross. Boah, nee.
Pfui. Nein, ich muss das Ding beißen. Yeah, Glück gehabt. Und ich? Okay. Okay, ich werde mir einfach die Nase zuhalten. Das ist gar nicht so schwer. Und wenn ich dir die Wäscheklammer wegnehme? Hey, das ist ja voll ekelerregend. Gib mir die Klammer wieder. Jack, jetzt bist du dran. Nein. Okay. Ich kann das nicht essen. Das ist voll eklig. Du musst aber. Wieso? Wieso ich? Das ist ja gar nicht auszuhalten. Na, endlich frische Luft. Du sagst es. Freut euch nicht zu früh. Mir ist nicht gut. Oh nein, jetzt stinkst schon wieder. Hilfe! Hey, ich falle, Hilfe! Ups, das wollte ich nicht. Lasst uns gemeinsam nachschauen. Yeah, es ist Hubba Bubba. Ja, jetzt müssen wir die Kärtchen ziehen. Was hab ich? What? Mann, ich darf nicht mitmachen. Okay. Ja! Ich darf den Kaugummi kauen. Wie cool. Lecker. Voll blöd bei einem Kaugummi. Bitte sehr, du kannst anfangen. Ja! Klasse. Ich hoffe, das wird schmecken. Den Moment werde ich genießen. Bingo! Hä? So what? Ich will gleich alles. Das nicht! Lass mir was übrig! What? Oh Mann, jetzt ist der Kaugummi voller Sabber. Das war lecker. Ich hab keine Lust mehr. Das geht gar nicht. Hey, schon wieder. Wir sind bei einer Challenge. Darf ich den Deckel zuerst öffnen? Oh, es ist rosa Gummibärchen. Hey, ich kann ihn so nicht essen. Was soll ich tun? Aha, ich habe eine Idee. Was hast du vor, Vita? Ich säge ihn. Großartig. Geschafft. What? Super, gib mir eine Kostprobe, bitte. Niemals träume weiter. Na gut, ich öffne meinen Deckel. Wow, das sind rosa Nudeln. So lecker. Und ich habe ein paar tolle Stäbchen dabei. Fange ich mit dem Essen an. So lecker. Wie appetitlich ist sie? Oh no! Ups! Was ist das? Eine Paprikaschote? Oh nein, nein, das kann nicht sein! Oh, das sind eine Menge Paprikaschotten! Es ist so heiß, ich brenne! Oh nein, wir müssen die Situation jetzt sofort retten! Sofort fackeln Sie das Haus ab! Oh, was ist passiert? Und was ist aus meinem Gummibären geworden? Ich probiere ihn. Igitt, was für ein ekelhaftes Ding. Es tut mir leid, ich habe es nicht mit Absicht getan. Ich bin als Erste dran. Oh nein, da sind furchtbare Würmer. Oh, da hat aber jemand Pech gehabt. Und ich habe etwas Fantastisches. Schau, was ich habe, bitte. Ist das doch nicht köstlich? Rieche mal. Was meinst du dazu? Aber jetzt ist an der Zeit, den großartigen Geschmack zu genießen. Es schmeckt wunderbar. Lilly, kann ich auch was davon haben, bitte? Nur ein kleines bisschen. Was? Auf keinen Fall. Geh und iss deine Würmer. Nein, ich will nicht diese ekligen Würmer essen. Nimm bitte den Löffel, Vita. Alles für dich. Oh, wie eklig sie aussehen. Ich muss übergeben. Wie schmecken sie? Ekelhaft. Na und, ich denke, ich werde einfach weiter meinen Leckerbissen essen.
Außerdem, ich habe eine Idee. Ich streue die Kugel in die Milch, damit sie besser schmecken. Wow, was für eine tolle Idee ist Lilly eingefallen. Ja, es ist wirklich sehr köstlich. Oh, ich wünschte, ich könnte es auch probieren. Vielleicht nur ein bisschen. Ich habe dir schon gesagt, nein. Du bist ein gemeiner Kerl. Ha, ich habe eine Idee. Mal sehen, wie du deinen Cocktail magst, wenn es da die Würmer gibt. Ich kann es kaum erwarten, ihre Reaktion zu sehen. Was für ein seltsamer Geschmack. Was? Es sind Würmer? Wie sind sie hier reingekommen? Du bist es, Vita. Nimm deine Würmer zurück. Nein, tu das nicht, Lilly. Was für ein Albtraum. Das geschieht dir recht, Vita. Iss, iss. Viel Spaß. Wie eklig. Okay, ich mache zuerst den Deckel auf. Hurra! Ich habe so eine Leckerei. Da ist es noch etwas drinnen. Schau mal, was ich habe. In diesen Pulver kann ich meinen Lutscher einstecken. Fantastisch. Ich mag es sehr. Lilly, du bist wie ein Baby mit einem Schnuller. Öffne lieber deinen Deckel. Wow, ich habe einen Hubba-Bubba. Wow. Ich werde gleich den leckersten Kaugummi der Welt essen. Es ist so lang. Und was ist das am Ende des Kaugummis? Mm, das ist sehr lecker. Und was ist das? Igitt. Das sind Haare. Haare in meinem Kaugummi. Entschuldige, Lilly, ich wollte das nicht. Was für eine Abschlägigkeit. Okay, gib mir deine Leckerei. So, fertig. Hör auf zu jammern, Lilly. Schnick, schnack, schnuck. 1, 2, 3. Ich habe gewonnen. Wow, rosa Fanta, wie cool. Sieh dir das an, wie cool meine Brille ist. Fantastisch, einfach eine tolle Brille. Lass uns meine rosa Fanta probieren. Wow, Fanta läuft durch meine Brille. Vita, kann ich eine Kostprobe bekommen? Natürlich nein, öffne deinen Deckel. Was? Das ist eine Krabbe. Was soll ich damit tun? Ich habe eine Idee. Komm schon, Krabbelchen, du wirst mir helfen, gleich eine leckere Fanta zu trinken. Ready, set, go. Ja, das hat geklappt. Hey, was ist los? Warum ist die Fanta alle? Was hast du getan, Lilly? Tut mir leid, Vita. Hey, du, das merke ich mir für dich. Und jetzt ist deine Krabbe. Er hat mich in die Nase gezwickt. Wir müssen uns sofort etwas einfallen lassen. Ich habe etwas auf Lager. Was hast du vor? Ich glaube nicht, dass dir das helfen wird. Sieh mal, was ich noch habe. Was? Lilly, das klappt nicht. Okay, ich habe noch etwas. Oh nein, das hilft auch nicht. Ich bin sicher, dass jetzt habe ich eine gute Idee. Ich koche etwas Leckeres. Du siehst wie ein echter Koch. Also gut, los geht's, Krabbe. Ich soll noch ein bisschen warten und dann schauen wir mal, was wir da haben. Das sieht nicht so gut aus. Das ist sehr lecker. Willst du es probieren, Vita? Nein, danke. Wie du willst. Ich bin zuerst dran. Oh, wie süß. Und wie bekomme ich also die Kaugummis? Du musst eine Münze reinstecken, Lilly. Genau. Mal sehen, was ich in meiner Geldbörse habe. Ups, sie ist leer. Nein, was soll ich nur tun? Okay, du bist jetzt beschäftigt und ich esse mein Chupa Chups. Was ist da drin? Das kann
nicht sein. Da sind noch mehr Lutscher drin. Vielleicht kannst du mit mir teilen. Ja, natürlich. Witze ich. Du kriegst gar nichts. Hör auf mich Müll zu werfen. Das ist so lecker. Wird sie alle Lutscher selbst essen? Wie köstlich. Und wie kann ich sie wieder rauskriegen? Lass mich dir helfen, bitte. Hurra, ich habe es geschafft. Oh, man. Ich habe es geschafft zu schlucken. What? Und was ist da unten? Münzen? Fantastisch, das ist genau das, was ich brauche. Hey, Hände weg, das ist meins. Okay, ich gebe dir ein paar Münzen, wenn du mit mir Leckereien teilst. Okay, abgemacht. Na bitte. Also, los geht's. Ich werde endlich diese köstlichen rosa Kaugummis probieren. Sie schmecken super. Hey, und was mit mir? Ich kann nicht aufhören. Oh nein, sie wird gleich alles aufessen. Ui, es tut mir leid, es ist alle. Ich habe nicht bemerkt. Also, Lilly, ich werde das nicht vergessen. Beleidige dich nicht. Schau mal, was für eine große Blase ich habe. Ja, das wird meine süße Rache. Nimm das. Hey, was hast du getan? Wie das? Das kriegst du, weil du nicht geteilt hast. Naja.